Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fallapfelbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mit eingeschaltet? Ihr wisst schon, was ich meine. Frieda ist jetzt gerade noch am Malen, wo wir sie in der letzten Folge verlassen haben. Und was machen die anderen? Das habe ich schon wieder vergessen. Barshi ist oben bei dem neuen Baby. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte Zwillinge haben. Ich möchte gerne sicher gehen, dass auch beim nächsten Mal ein Mädchen dabei ist. Und ich dachte mir, Zwillinge wäre ganz cool. Halt, stopp. Frieda hat soeben für die Fähigkeit Malerei Level 10 erreicht. Die Werke von Frieda strotzen nur so vor Sensibilität, Schönheit und Lebendigkeit. Sie hat gelernt, den störrischen Pinsel zu beherrschen und betrachtet die gähnende Leere der Leinwand als Herausforderung. Frieda ist die Künstlerin der Nation. Sehr nice, haben wir den Wunsch auch erfüllt. Und die Hälfte unseres Lebenswunsches, jetzt muss ich mich langsam mal auf Schreiben konzentrieren. Sie möchte ein neues Rezept lernen, das Teleskop verwenden und ein Meisterwerk malen. Okay, alles klar, sehr gut. Genau, ich habe mir gedacht, ich möchte sicher gehen, dass wir beim nächsten Mal ein Mädchen haben und ich möchte gerne Zwillinge haben, denn ich bin leider zu einer Erkenntnis gelangt. Meine Lösung, wie ich die Fallapfelbaum-Challenge angehen wollte mit der Multikulti-Pflanze, funktioniert nicht so richtig. Leider. Ich wollte es ausprobieren und habe eine Multikulti-Pflanze gezüchtet und dann habe ich es nicht geschafft, Samen dafür zu erhalten, die eine schlechtere Qualität hatten als normal. Das heißt, die Erzeugnisse, die ich rausbekommen habe, waren auch immer normal oder besser. Und ich hab jeden Tag neue Samen bestellt und es waren nie schlechte Samen dabei. Und deswegen habe ich mir jetzt eine andere Strategie überlegt. Und zwar folgendes. Ich möchte gerne Zwillinge haben, einen Jungen und ein Mädchen. Und einer davon soll dann Koch werden, damit wir die Fallapfelbaum-Challenge bekommen. Und der andere soll Wissenschaftler werden und versuchen, Äpfel zu klonen und so diese, wie heißen die denn, so diese Gentechnik-Experimente zu machen, damit wir schlechte Äpfel bekommen, die wir dann einpflanzen können, damit wir richtig schlechte Äpfel auch ernten können. Und dann hoffe ich, dass es so irgendwie funktioniert. Ja. Es ist ein bisschen bitter, jetzt festzustellen, dass meine ganzen Bemühungen, die Multikulti-Pflanze zu bekommen, eigentlich für die Katz waren. Aber ist halt jetzt so, ne? Ich hoffe, dass mein neuer Plan dann besser funktioniert, weil noch eine Generation wäre dann schon Overkill. Okay, das heißt, ich möchte für Frieda die Hormontherapie-Belohnung kaufen. Die finde ich bei Körper und Persönlichkeit. Ja, Hormontherapie. Und hoffentlich reicht das dann aus. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht für Barshi die auch kaufen soll. Wie viel kostet die denn? Was soll's? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir Drillinge bekommen. Aber naja. Ach ja, genau. Was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich bin noch nicht 100% zufrieden. Ich habe nämlich die Innenwände jetzt mit so einer Tapete gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Aber mal gucken. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und wir haben jetzt hier noch ein zusätzliches Zimmer. Wo dann ein zweites Kinderzimmer untergebracht werden kann. Das heißt, wir haben dann drei Kinderzimmer. Und das sollte dann hoffentlich ausreichen, denn ich will nicht umziehen. Und dann hier dieses eine, wo jetzt Malte, ich kann mir nicht Namen, ich kann mir einfach keinen Namen mehr. Wo Malte jetzt gerade drin liegt, so als Kleinkinderzimmer, dann hätten wir dieses hier drüben. Und dann müssten wir halt im Notfall hier noch das Atelier opfern und dann können wir uns ja irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendwie ein Atelier dazu bauen, wenn Frieda eins braucht. Ah ja, genau. Und ich habe hier die Einfahrt ein bisschen verändert, weil irgendwie hat mir das, der Stein, den ich hier vorher hatte, hat mir nicht gefallen, weil es war so eckig und so unnatürlich und so, I don't know, hat mir nicht mehr gefallen. Deswegen haben wir jetzt hier einfach mal so einen Weg, der so ein bisschen geschwungen ist, weil ich finde, das sieht einfach viel harmonischer aus. Ich kann mal hoch machen, sieht man es besser. Auto haben wir aktuell eh noch nicht, oder? Hoffe ich. Nee, wir haben aktuell nur Fahrräder, genau. Deswegen dachte ich mir, komm. Wenn wir dann mal ein Auto haben, überlege ich mir wieder eine neue Lösung, aber das gefällt mir jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Und ich glaube, das war es auch schon. Hier ist noch ein Problem mit dem Boden, sehe ich gerade. Das muss ich später beheben, aber naja. Gut, sehr gut. Was ist denn jetzt mit Barshi? Barshi wollte ich eigentlich in die Bibliothek schicken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Oder ob wir uns jetzt, weil ich möchte, dass Frieda noch ein bisschen weitermalt. Das heißt, Barshi könnte sich auch um Lars kümmern und ihm so ein bisschen was beibringen. Zum Beispiel aufs Töpfchen zu gehen. Aber müssen wir es erst auslernen. Okay, Moment. Ich brauche einen Mülleimer hier oben. Sonst gehen die immer so weit, wenn sie mal das Töpfchen auslernen wollen. Deswegen stellen wir jetzt einfach hier in die Ecke diesen Mülleimer hin. Und dann hat sich die Sache, hoffentlich. Hoffentlich nimmt er dann auch den und geht jetzt nicht runter zur Mülltonne, weil sonst dauert es wieder 5 Stunden. What? Herzlichen Glückwunsch, du hast Objekte im Wert von 3.360 Simoleons verkauft. Not bad. Davon werden 330 Simoleons Provision abgezogen. Hier ist eine Liste deiner meistverkauften Objekte. Also wir haben 3 Bilder verkauft
Und für echt viel Geld, not bad. Und jetzt sind wir. Ja, hier steht natürlich nicht, welches Level. Welches Level bist du denn jetzt, Frieda? Wir sind jetzt befördert worden auf Level 7 und haben noch einen Bonus in Höhe von 1500 Simoleons bekommen. Das ist nice. Das ist nice. Sie ist jetzt eine illustre Illustratorin. Es besteht kaum noch Zweifel an deinem Talent und viele sind gespannt, wie weit du es bringen wirst. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du einfach nur toll oder einsame Spitze sein willst. Ja, ultra nice. Perfekt. Und jetzt haben wir 5000 Simoleons einfach auf dem Konto. Richtig gut. Okay. Nein, nein, Lars. Wir spielen ja jetzt nicht. Wir lernen jetzt, wie man aufs Töpfchen geht. Komm. Yay. Wie lange braucht Frieda denn noch? Ah ja, gut, sie hat schon viel geschafft von dem Bild. Ich möchte das dann nämlich verkaufen. Und was mit Julia? Schreiben, wie ich gerne vermisse. Ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Welches Level sind wir? Wir sind erst Level 3. Oh Gott. Ah, ich darf mich nicht immer nur auf eine Sache so konzentrieren. Ich bin schlecht in Multitasking, glaube ich. So, dann warten wir jetzt mal kurz, ganz kurz, bis er das Töpfchen benutzt hat. Oh, Barschi möchte eine Gehaltserhöhung bekommen. Aber er verdient eh schon 60 Simoleons die Stunde. Das ist gar nicht so übel. So, und was machen wir denn jetzt? Kann der schon laufen oder sowas? Oh, ich glaube, er kann tatsächlich schon laufen. Dann können wir ihm jetzt beibringen zu sprechen. Dann gehe ich vielleicht morgen mit Barschi in die Bibliothek und lerne ein bisschen mit ihm. Ich glaube eh nicht, dass er morgen befördert wird, egal was wir machen. Ah, wobei. Hilft nichts. Hilft jetzt nichts. Dafür bringt ja Frieda gerade Geld mit nach Hause. Irgendwie ist das ein bisschen gruselig, dass die Frau keine Augen hat. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen creepy. Naja, ich lasse sie mal hin. Oh nein, Baby. Baby hat in die Hose gemacht. Nein. Ich möchte aber jetzt Barschi nicht unterbrechen. Da unterbreche ich jetzt lieber kurz Frieda. Und dann können wir den Wickeltisch benutzen. Komm mal hier nach oben. Oh nein, im Krankenhaus ist ein Notfall eingeliefert worden und die Hilfe von Barschi Haugland wird dringend benötigt. Ja, dann müssen wir wohl kurz. Sorry, sorry, Lars. Papa muss jetzt weg. Was hat er denn eigentlich für eine Arbeitskleidung? Oh, habe ich die gemacht? Oder war die schon? Ich weiß es nicht mehr. So, wir müssen jetzt den Kleinen auf jeden Fall wickeln. Oder baden. Nee, komm, wickel ihn einfach mal und dann können wir ihm noch was zu essen geben. Nein. Warum kann ich nicht einfach dahin klicken, wo ich auch hinklicken möchte? So, dann könnt ihr noch. Was habe ich jetzt angeklickt? Kuscheln. Nein, ich wollte Flasche geben. dann muss Frieda sich da jetzt halt kurz um die Kinder alleine kümmern. Und Barschi, ist er eigentlich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs? Ja. Wir sollten ihm ein Auto kaufen. Weil die Fahrräder sind halt, die sind halt wirklich nicht besonders schnell. Und da verliert man so viel Zeit. Ich habe das letztens gemerkt. Wo habe ich gespielt? In Ann Arbor, glaube ich. Und da ist der Weg von dem einen Bereich in den nächsten relativ lang. Und mein Sim war Polizist und hatte dann so ein Polizeiauto. Und das war so viel schneller als die Taxis. Ich konnte es kaum glauben. Aber ich glaube, deswegen wäre es eine ganz gute Investition, wenn wir uns ein Auto zulegen. Ich habe das Gefühl, ich stelle in jeder Folge ein, dass die Telefone stumm geschaltet sein sollen. Und trotzdem kriege ich es einfach. Trotzdem klingelt es ständig wieder. Und es kommt mir vor, als würde ich nichts anderes mehr tun. Finn Hummel möchte plaudern. Ja. Klar, wir wollen ein bisschen mit dir plaudern. Wir wollen ja nicht unsere Beziehungen zu unserer Familie vernachlässigen, was wir eigentlich schon getan haben, wenn ich mir hier das so anschaue. Oh Gott, ich kann auch mal wieder in den Stammbaum gucken. Okay, Felix und... Oh, Stella ist so alt jetzt. Die haben ja jetzt schon ein Kind namens Frederik. Nee, warte, sie haben... Ach ja, und John. John war der Halbbruder, genau. Adam Birch. Ach ja, das war der vorherige Mann von Estella, okay. Und Finn hat jetzt auch ein Kind namens Lukas, aber sonst haben sie noch kein weiteres. Und es ist auch schon ein Kleinkind. Oh, ultra cute. Oh, wir müssen mal so eine Spielplatzparty machen, wo wir alle einladen, die dann mit ihren Kindern kommen. Aber die Frage ist, gibt es hier einen Spielplatz in Aurora Skies? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Gemeinschaftsgarten. Ist das hier? Erholungsanlage. Präpariertes Gelände. Was ist denn ein präpariertes Gelände? Okay, aber hier ist auf jeden Fall kein Spielplatz. Ist auch kein Spielplatz. Mann, das wäre aber voll cool, wenn wir so ein Spielplatz-Date haben könnten. Friedlicher Park, vielleicht hier? Ja, hier ist ein Spielplatz. Cool, cool, cool. Das ist nice. Ja, dann machen wir das mal demnächst irgendwie. Dass wir uns mit den anderen treffen und dann gehen wir auf den Spielplatz und die Kinder können spielen und wir können unsere Beziehungen wieder auffrischen. Wo bin ich jetzt gelandet? Zurück. Zurück, okay. Dann kann Frieda jetzt erstmal noch mit Finn telefonieren. Ich will gar nicht wissen, wie das Haus von den anderen gerade aussieht, weil ich so viel Custom-Content gelöscht habe.
Ich müsste da mal hingehen und renovieren wahrscheinlich, aber ich habe keine Lust. Vielleicht lassen wir es einfach so, wie es ist. Vielleicht interessiert es uns einmal nicht. Okay, Frieda ist fertig. Yay! Und wie heißt das Kind? Lars. Oh Gott. Hat jetzt einen Punkt in der Steckbox bekommen und wird als Erwachsener logisch denken können. Sehr gut. Dann kannst du jetzt dein logisches Denken nutzen und sprechen lernen. Hoffentlich. Hoffentlich. Okay. Sehr gut. Und sie machen das sogar hier direkt in diesem Raum, ohne viel rumzulaufen oder die Treppe rauf und runter zu gehen. Ich finde es sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich muss jetzt kurz ein Bild machen. Wunderschön. Nicht. Und wie lange braucht Barschi noch? Ah, der kommt auch bald nach Hause. Und der kriegt dann auch ein bisschen Geld. Und wenn er sich morgen gut anstellt, dann werden wir vielleicht sogar befördert. Von 9 bis 18 Uhr. Ich glaube, das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Okay. Jetzt gucke ich noch ganz kurz. Nee, der ist noch nicht müde. Ich dachte, ich könnte ihn bald ins Bett bringen, aber. Okay, Barschi hat sein Tagewerk vollbracht und 105 Simoleons verdient. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt nach Hause. Dann können wir jetzt hier eigentlich noch sprechen üben, bis Barschi nach Hause kommt und dann. Also kommt drauf an, wie lange er jetzt dauert, aber wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis sie hier ankommt. Wo ist denn eigentlich das Krankenhaus? Ist das weit weg? Nee, gar nicht. Also wir wohnen in einer sehr guten Lage, muss ich sagen. In einer sehr, sehr guten Lage. Okay, dann müssen wir jetzt aber ganz kurz um Barschis Bedürfnisse kümmern, glaube ich. Ist hier schon wieder irgendwas am Stinken? Ja. Räum noch mal das verdorbene Essen raus und dann kannst du. Was haben wir noch im Angebot? Spaghetti essen. Und dann schicke ich ihn kurz ins Bad. Habe ich die Belohnung jetzt schon gekauft? Ja, ich habe beiden die Hormontherapie gekauft. Das heißt, wenn Barschi in der Dusche ist, wird vielleicht Frieda sich anschließen. Und dann haben wir hoffentlich bald Zwillinge. Oh, das wird richtig viel Arbeit. Oh mein Gott. Was tun wir uns hier eigentlich gerade an? Was tun wir uns hier gerade an? So, wieso kann ich jetzt nicht. So, okay, Barschi. Ah ja, ich habe die Mülltonne hier in die Ecke gestellt. Weil vorne an der Straße hat mir die nicht gefallen. Die stand da so random rum. Hey, was ist. Warum. Warum sind die Blumen denn in die Theke rein? Was zum. Was ist passiert? Okay, besser. Aber vielleicht drehe ich die noch ein bisschen. Nee. Okay, ich lasse sie jetzt so. Aber ich mag unsere neue Küche. Ich bin noch nicht ganz sicher mit diesen Marmorplatten hier, aber allgemein, so ganz im Allgemeinen finde ich die ganz gut geworden. Finde ich es echt in Ordnung geworden. Ich mag das Grün. Ich liebe Grün zurzeit. Ich weiß nicht warum. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich einfach von einer Farbe extrem begeistert bin. Ich weiß nicht, woher das kommt. Habt ihr das auch? Eine Zeit lang war ich auch extrem begeistert von Gelb. Sehr seltsam. Okay, so. Die beiden machen auch Fortschritte. Wann hat Lars denn Geburtstag? In 4 Tagen erst. Und er hat in 3 Tagen Geburtstag. Das heißt, wenn man zwei Kleinkinder wahrscheinlich am Ende des Tages und zwei Babys, wenn alles so läuft, wie ich geplant hatte, das wird stressig. Das wird stressig. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Oh, und Frieda hat auch bald Geburtstag in 5 Tagen und Barschi in 16 Tagen? Barschi ist deutlich älter. Aber ich glaube, 16 Tage sind noch genug Zeit, dass wir mit Barschi ein bisschen die Belohnungspunkte sparen. Und dann können wir uns den Altersstopptrank kaufen. Und dann kann er nämlich zusammen mit Frieda altern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oh, Barschi ist schon im Bad. Das heißt, Frieda muss jetzt leider aufhören. Überlass den Kleinen mal seinem Schicksal. Und dann gehen wir nach unten. Lauf mal hier rüber. Und schließen uns Barschi in der Dusche an. Hoffentlich funktioniert's. Nein! Nein! Warum ist er jetzt wieder raus? Nein, Barschi. Was soll das? Okay, dann machen wir es jetzt anders. Dann machen wir es jetzt so. Frieda macht sich jetzt, kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Und Barschi kümmert sich um die Kinder, damit die alle jetzt schlafen gehen können. Genau, der kleine Lars braucht erstmal was zu essen. Gib ihm mal auf Boden füttern, hier. Kannst du dir das auch noch ausleeren? Und wenn dann alle im Bett sind. Moment. Ich möchte noch kurz was machen. Ich möchte das Babybett jetzt woanders hinstellen. Soll ich das hier mit reinstellen? Nee, dann kann man das Töpfchen nicht mehr benutzen. Dann stelle ich das einfach kurz dahin. Tut mir leid, Lars, du musst jetzt alleine in deinem Zimmer schlafen. I'm sorry. Aber es geht jetzt nicht anders. Sonst ist das weird.
wenn wir jetzt hier gleich versuchen, Baby zu machen und Lars liegt in seinem Bett und das ist einfach so, das ist einfach komisch. Das ist einfach komisch, okay? Deswegen muss er jetzt umziehen. Oh, es ist schon wieder so spät. Nein, sie kriegen safe nicht genug Schlaf. Ich bin so schlecht im Zeitmanagement gerade. So, Frieda ist noch am Essen und dann kommt sie hier rauf. Baschi, du kannst schon mal das Bett machen. Nicht schlafen, Bett machen, habe ich gesagt. Hör mir doch mal zu. Und dann... Bist schon fertig, Frieda. Dann kannst du nämlich Lars ins Bett bringen. Baby geht's auch gut. Allen geht's gut. Okay. Baschi bereitet das Bett schon mal vor. So weird gerade. Okay, perfekt. Kommen wir hier rüber. Frieda bringt noch Lars ins Bett. Nein, 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 nein. Du kannst noch nicht ins Bett gehen. Tut mir leid. Ich habe noch Pläne mit dir, Baschi. Geh da rüber. Geh da hin. Los. Ich weiß, du bist müde. Aber es geht jetzt einfach noch nicht, okay? Hier, mach doch mal hier einen koketten Witz. Und dann werden wir jetzt auch nicht lange hier rumtun. Sondern ein Baby machen. Ich brauche diese Zwillinge. Ich brauche diese Zwillinge. Ich werde mich noch verfluchen für diese Entscheidung. Ich weiß es genau. Ich werde mich noch verfluchen. Ganz sicher. So. Da ist aber jemand ganz schön laut hier drüben. Möchtest du nicht schlafen gehen? Doch. Oh. Ich muss noch mal kurz ein Bild machen. Das ist so süß. Das ist so cute einfach, wie sie dann da drin liegen. Ich finde es einfach so süß. Mit dem Teddybären. Okay. So. Ich fliege hier schon wieder durch die Gegend. Okay. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. Oh, und Baschi tut mir so leid, weil er so früh dann wieder aufstehen muss. Musik? Musik? Ich habe keine Musik gehört. Aber vielleicht ist sie ja trotzdem schwanger. So, und dann wünsche ich den beiden jetzt mal eine gute Nacht und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Ja, wunderbar. Es ist 5:30. Und ich muss Frieda jetzt aus dem Bett holen, weil Malte schreit. Was hat er denn eigentlich? Er hat Hunger, okay. Naja, Frieda kann wenigstens danach sich nochmal hinlegen. Baschi wird es heute nicht so leicht haben, wenn er bis 18 Uhr arbeiten muss. Wann musst du denn anfangen? Um 9. Okay, das heißt, wir müssen so fahren um 8 los. Und, aber eigentlich sollte es reichen, wenn er um 7 aufsteht, glaube ich. Ja, er schläft auch bis 7. Okay, dann kann er sich dann gleich was zu essen holen. Hier, hol dir gegrillten Käse. Und ich bin so gespannt, ob wir gestern Erfolg hatten und Frieda jetzt schwanger ist. Das wäre sehr wünschenswert. Ansonsten müssen wir es halt nochmal probieren. Aber ich möchte keine zusätzliche Zeit mehr verlieren, ehrlich gesagt. Ich will das jetzt unbedingt ausprobieren, ob das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Aber eigentlich muss es funktionieren. Eigentlich muss es funktionieren. Es wird schon irgendwie gehen. So, dann kannst du dich jetzt nochmal hinlegen. Die arme Frieda. Oh, und Frieda kommt jetzt wieder ins Bett und Baschi muss jetzt aufstehen. Okay. Die Fahrgemeinschaft für Baschi fährt in etwa einer Stunde her. Es tut mir so leid, Baschi. Aber wenigstens hat er noch Zeit zu frühstücken. Der arme Kerl. Nein, und jetzt... Oh, jetzt hat Malte die Windel gemacht. Nein. Okay. Frieda, bade ihn bitte. Tut mir leid, dass du schon wieder aufstehen musst. Okay. Und Baschi kann jetzt schnell noch was futtern. Und dann geht's mit die Arbeit. Und ich hoffe, dass er befördert wird. Das wäre sehr, sehr cool. Aber wir haben jetzt schon genug Geld, dass wir demnächst mal ein bisschen an die Einrichtung denken können. Zum Beispiel Beistelltische hier kaufen fürs Schlafzimmer, weil die sind ein bisschen... Ich meine, es ist schön mit den Bildern an der Wand und so. Das gefällt mir ultra gut. Aber Beistelltische wären schon nicht schlecht. Wir könnten hier auch noch einen Kleiderschrank hinstellen. Ich glaube, es wäre auch eine sehr gute Idee. Nein. Ich habe das Gefühl, ich habe den Wickeltisch richtig schlecht platziert. Naja, okay. Frieda, du kannst dann auch hier, mach ein Nickerchen. Wir wollen ja nicht zu lange schlafen. Und Baschi, du kannst, kennst du jetzt schon ein paar Kollegen? Ja, kennt er sogar. Du könntest, komm, häng ein bisschen mit deinen Kollegen rum. Er arbeitet einfach viel zu hart. Er arbeitet viel zu hart. Und ich glaube, wir haben jetzt 9 Stunden, oder? 9 plus 9 ist 18, ja, weil 2 mal 9 ist 18. Und wir haben jetzt 9 Stunden Arbeit. Da wird er locker befördert, bin mir sicher. Okay.
Frieda darf noch mal ein Nickerchen machen. Ach, ist mal, Lars jetzt? Nee, Lars ist noch nicht wach. Sehr gut, Gott sei Dank. Oh, es ist jetzt schon so stressig, wenn wir jetzt noch Zwillinge dazu bekommen. Ich werde mich so verfluchen. Ich weiß es genau. So, Frieda ist von ihrem Nickerchen aufgewacht. Nice! Und sie fühlt sich nicht so gut. Wegen unbekannter Ursache. Es hat funktioniert. Awesome. Awesome. Hoffentlich wird es kein Einzelkind. Sonst raste ich aus, sonst muss ich irgendwas zerstören. Aber Lars ist auch aufgewacht. Sie greifen ihn erstmal mit Kralle an. Und dann müssen wir ihn, glaube ich, auch. Ja. Wir müssen ihm dringend die Windel wechseln. Wickeln Lars. Wann hat er noch mein Geburtstag? Ich habe schon wieder vergessen. In 3 Tagen, okay. Hä, aber dann sind wir eh voll gut. Er kann schon. Nee, er kann nur laufen bisher. Er kann auch nicht aufs Töpfchen gehen und noch nicht sprechen. Aber trotzdem, wir haben schon eins abgehakt, immerhin. Immerhin, okay. So. Oh, ist so cute. So, dann können wir dich jetzt noch kurz hier wickeln und dann kriegst du erstmal was zu essen. Und dann sollte Frieda vielleicht auch was zu essen kriegen. Möglicherweise. Möglicherweise. Hier auf Boden füttern. Und jetzt gucke ich mal, was wir noch im Kühlschrank haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Melonen essen soll. Schwierig. Haben wir denn überhaupt? Ich müsste erstmal welche kaufen. Ich glaube, wir frühstücken jetzt erstmal Wassermelonenpfannkuchen. Und warum haben wir 2 Teddybären im Inventar? Wir haben auch in jedem Bett einen Teddybär, so wie ich das sehe. Dann, das heißt, wir können die eigentlich. Nee, wir behalten die für die Zwillinge. Für die hoffentlich Zwillinge. Oh Gott, ich hoffe, es werden dann wirklich Zwillinge. Mein Plan ist gerade so schön ausgereift. Ich hoffe, dass er funktioniert. Ja, gut. Ich meine, ansonsten glaube ich, würde ich es einfach so machen, dass ich jetzt das jüngste Kind, dass das ein Koch wird und dann wer denn ein guter Scientist? Keiner von den beiden. Virtuose und künstlerisch. Die schlagen eindeutig nach ihrer Mutter. Ja gut, jetzt warten wir erstmal ab. Warten wir erstmal ab, was jetzt passiert und dann. Oh Gott. Dann sehen wir weiter. Ich bewahre mir jetzt mal. Was ist eigentlich hier mit den Pflanzen passiert? Wieso steht jetzt hier meine Pflanze unterm Tisch? Hä? Ich bin verwirrt. Vielleicht ist das bei den Renovierungsarbeiten passiert, als ich oben noch eine Wand gezogen habe. Das war ein bisschen kompliziert, weil da ja auch die Dachschräge ist. Wahrscheinlich liegt es daran, schätze ich mal. Oh je, Frieda, kannst du noch fertig essen oder musst du dich jetzt übergeben? Okay. Sie hat es noch geschafft. Sehr gut. Frieda, los, komm. Ich will ein Bild. Ich will ein Bild. Es ist mal wieder Zeit. Okay, es ist mal wieder Zeit für ein Toilettenbild. Halt, stopp. Ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, warum das so witzig ist. Warum ist das so lustig, wenn sich Sims übergeben müssen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh je. Wer braucht hier oben schon mal wieder was? Der kleine Malte. Die sind echt arbeitsintensiv, habe ich das Gefühl. Er braucht, glaube ich. Nee, Windeln wechseln braucht er genau nicht. Er braucht Essen. Und ich glaube, er braucht Liebe. Also kümmern wir uns mal darum. Und dann wollte ich mal gucken, wie es bei Barschi läuft. Oh, es läuft super. Er wird ganz sicher befördert heute auf Level 5. Nice. Oh, ich liebe diese Karriere. Die ist so cool. Und er ist jetzt. Mary Hunter ist jetzt seine beste Freundin und mit Luis Rizzoli ist er auch befreundet. Mit seiner Chefin Alexandra Thaler. Habe ich da meinen. Welchen Namensmod habe ich gerade in meinem Spiel? Ich habe schon komplett den Überblick verloren. So viel rumexperimentiert in letzter Zeit. Okay. Also, dann kannst du den wieder ins Kinderbett legen. Sehr brav. Sehr brav. Dann gehen wir kurz auf die Toilette. Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufräumen. Oh, die Toilette ist auch ultra eklig. Dann müssen wir noch ein bisschen hier das Geschirr abwaschen. Haben wir hier auch Rechnungen bekommen? Hallo? Ja! 163 Simoleons. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Wann kommt Baschi nach Hause um 18 Uhr? Gut. Sehr gut. Eigentlich könnten wir mit ihm jetzt auch mal was anderes machen. Aber wobei, nee, komm, ich lasse ihn jetzt sich noch mit Luis Rizzoli anfreunden. Das schadet ja auch nicht. Freunde haben ist nicht schlecht. Sind hier schon wieder. Wildpferde. Ich tue jetzt einfach mal so, als würden sie mich nicht nerven.
Oder soll ich sie ausschalten? Ich weiß. Nee, nee. Ich lasse die jetzt einfach mal. Ich lasse die jetzt einfach mal hier rumlaufen. Auch wenn sie die ganze Zeit rumschnauben in mein Ohr. Direkt in mein Ohr. Zumindest fühlt sich so an. Okay, so, dann waschen wir jetzt hier kurz ab und dann bezahlen wir noch die Rechnungen. Und dann überlege ich gerade. Oh, sie ist schon wieder schlecht. Okay. Mit wem hat Lars eine bessere Beziehung? Mit Mama oder Papa? Mit Mama. Aber auch nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Oh, perfekt. Wir haben so ein Zertifikat bekommen. Von der Chun Monroe Familienstiftung für bildende Kunst. Ja, nice. Das werden wir jetzt gleich mal verkaufen. Ich tue einfach so, als wäre das ein Geldpreis, den wir bekommen haben. Dann zahlen wir noch die Rechnung. Und dann möchte ich, glaube ich, dass Frieda noch ein bisschen weiter malt. Oder? Nee, wir beschäftigen jetzt erstmal mit Lars ein bisschen. Und bringen ihn bei zu sprechen. Und wenn Barschi dann nach Hause kommt, kann er das übernehmen. Und dann kann Frieda malen. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Habt ihr das auch gehört? Wer hat hier schon wieder ein Techtelmechtel? Hier ist niemand, der ein Techtelmechtel haben könnte. Außer die Pferde vielleicht? Ich bin verwirrt. Naja. Okay. Oh je. Das wird ja nicht lange funktionieren mit der Übelkeit hier. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja jetzt ein bisschen Geld bekommen. Und ich möchte ja schon lange ein Haustier adoptieren. Ich glaube, jetzt mit unseren aktuellen finanziellen Mitteln können wir das eigentlich machen. Vor allem, wenn Barschi bald befördert wird und Frieda jetzt noch ein paar Bilder verkauft und vielleicht noch Bücher schreibt. Dann haben wir genug Geld in der Kasse, um auch so Futternäpfe und sowas zu kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir zuerst einen Hund oder eine Katze adoptieren sollen. Also ich hätte eigentlich gern beides, aber ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich blende euch jetzt einmal oben rechts eine Abstimmung ein, ob wir jetzt einen Hund oder eine Katze adoptieren sollen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da eure Stimme abgibt, denn sonst explodiert mein Gehirn, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Aber das fände ich voll cool, wenn wir jetzt endlich ein Haustier bekommen würden. Vor allem, weil es so gut passt, wenn Barschi Tierarzt ist. Oh je, Barschi zerstört gerade meinen Plan, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er sich mit Lars beschäftigen kann, weil er ist saumüde. Nein. Und er hat Bereitschaftsdienst. Und er wurde befördert. Sehr gut. Er ist nun Narkosetechniker. Diese Aufgabe besteht darin, die Tiere während der Operation betäubt zu halten. Eine noch bessere Erfahrung in der Praxis. Und das wird dabei hilfreich sein, wenn du den Sprung nach oben machst. Arbeite weiter mit der guten Arbeit. Was? Arbeite weiter mit der guten Arbeit. Ich habe irgendwie manchmal... Macht mich das fertig, wenn die Sachen zwar übersetzt sind, aber halt nicht gut übersetzt. Das ist... es tut immer so weh irgendwie. Naja, was soll's. Solange man versteht, was da steht, ist, glaube ich, okay. So, Barschi möchte alle Kollegen kennenlernen. Kennst du nicht schon alle deine Kollegen? Anscheinend hat er mehr als zwei Kollegen. Alles klar, kriegen wir hin. Dann kannst du jetzt hier Spaghetti zum Abendessen haben. Und ich fürchte dann... oh, Frieda muss sich wieder übergeben. Und Lars sitzt daneben und denkt sich, Mama, was machst du denn da? Warum tust du das? Was ist mit dir? Bist du krank? Wenn du wüsstest, dass du bald wahrscheinlich zwei Geschwister mehr an der Backe hast. Dann aber, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir setzen Lars jetzt erstmal aufs Töpfchen. Denn das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir ihm noch beibringen müssen. Darf ich mich vorstellen? Nein. und dann schauen wir mal, wie ist denn jetzt die Beziehung der beiden? Eigentlich ultra gut. Und ich möchte eigentlich auch, dass Barschi noch die Gelegenheit hat, seine Beziehung zu Lars noch ein bisschen zu verbessern. Aber der muss jetzt dann, der muss erstmal pennen gehen. Vielleicht macht er erstmal ein Nickerchen und dann können wir vielleicht, wenn er aufwacht, in der Nacht noch ein bisschen mit dem Teleskop machen. Aber der ist erstmal zu nichts mehr zu gebrauchen, glaube ich. Okay, dann müssen wir noch kurz mit Malte. Malte hat schon wieder in die Hose gemacht. Ach, Malte. Nimm dir mal ein Beispiel an deinen Bruder hier. So, dann wickeln wir dich eben noch kurz. Und Lars kann sich erstmal ein bisschen beschäftigen. Ein bisschen selber beschäftigen. Oh, jetzt wird er gleich wieder in die Decke geschmissen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. So, was brauchst du noch? Essen. Essen. Kann ich verstehen. Gib ihm noch kurz eine Flasche. Frieda ist auch ultra müde. Heute war so ein müder Tag für die beiden. Das tut mir voll leid. Es tut mir leid. Okay, so. Und wenn Malte versorgt ist, kann Lars noch was zu essen haben. Yay! Und er hat Level 2 der Steckbox-Fähigkeit bekommen. Oder so. Wird das eigentlich hier angegeben? Nee. Okay. Naja.
Okidoki. So. Dann bringen wir jetzt. Dann ist. Okay, Malte ist jetzt im Bett. Dann kriegt. Lars kriegt noch was zu essen. Dann kriegt Frieda was zu essen. Dann bringt sie Lars ins Bett. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt klappt mit den Zwillingen. Das wäre ultra gut. Das wäre so gut. Okay, und wie sieht es bei Barschi aus? Barschi macht gerade noch sein Nickerchen. Aber nicht mehr lang. Und dann kannst du danach. Wenn ich auf das Teleskop klicken kann, kannst du noch ein bisschen in die Sterne schauen, oder? Nee, kommt. Ich lasse ihn schlafen. Er tut mir so leid. Ich lasse ihn einfach durchschlafen. Er muss eh morgen wieder arbeiten, glaube ich. Oh, er muss jetzt sogar Montag bis Samstag arbeiten. Holy moly. Nee, aber dann können wir vielleicht mit ihm noch die medizinische Fachzeitschrift von Bashi Haugland Organspende Heft 23 lesen. Bevor er pennen geht, weil dann haben wir hier. Zumindest, wir haben jetzt eigentlich nur noch diesen diese Forschungsdings, das wir besser machen müssen. Die anderen Kollegen kennt er schon und Fähigkeiten braucht er aktuell keine, wie es aus. Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst, dass mein Spiel sich aufklingt. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich muss diese Folge jetzt gleich beenden, glaube ich. Die ist eh schon viel zu lang geworden. What the fuck? Ich wollte eigentlich nicht so eine ewig lange Folge aufnehmen. Aber. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. So, dann bringen wir jetzt Malte noch ins Bett. Oh, Gott sei Dank ist es so wohltuend, dass das Handy stumm geschaltet ist. Ich kann sehen, dass es klingelt, aber ich kann es nicht hören. Und das tut sehr gut. Zu grünerem geboren. Starpunkte. Nee. Nee, komm, ich will jetzt keine Starpunkte, Dankeschön. So, dann darf Frieda jetzt ins Bett gehen. Barschi ist auch fast fertig mit seiner medizinischen Fachzeitschrift und darf dann auch ins Bett gehen. Und ich werde jetzt nicht ins Bett gehen, weil so spät ist es noch nicht. Aber ich verabschiede mich erstmal von euch. Bis zur nächsten Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich kann nicht sprechen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.